So, und damit begrüße ich euch zu unserem neuen Video. Und zwar dem ersten Roadtrip mit unserem Minicamper oder Mikrocamper, was auch immer. Wir sind schon ein paar Kilometer gefahren und sind gerade in der Nähe von Wunsiedel bei so einem Felsenlabyrinth. Ihr seht die Felsen, denke ich. Allerdings sind wir hier irgendwie nicht in dem offiziellen Felsenlabyrinth, weil wir sind halt irgendwie vorher schon hier im Wald abgebogen. Aber wir müssen auch gar nicht in das offizielle Felsenlabyrinth, denn der Karl hat so oder so hier schon genug Spaß. Sammelt jeden Stock. Ich muss den dann tragen. Und jetzt gerade, kann ich euch zeigen, hier auf irgendeinem umgefallenen Baum. Hauptsache, da wächst ein Pilz und der Karl hat den entdeckt. Wow, toll. Ja, den lassen wir dort stehen, den brauchen wir nicht, okay? Nochmal nachgucken. Hast du ganz toll entdeckt. Die Kamera ist jetzt ein bisschen schlecht eingestellt von der Position her. Das ist allerdings einfach die Position, wo ich mein Handy jetzt hier mehr oder weniger so an die Scheibe gepappt habe für den Zeitraffer, den ihr eben gesehen habt. Genau, ich wollte nur mal so einen kleinen Zwischenstand geben. Also wir sind ja... Okay, das mit der Sonnenbrille. Es ist echt mittlerweile nicht mehr so hell. Wir sind ja... Richtung Wunsiedel gefahren, zu dem Felsenlabyrinth, und danach sind wir dann wieder auf die Autobahn und fahren jetzt noch nach Regensburg. Ich zeige euch mal unseren Stellplatz. Ich habe jetzt hier auch mit einem ziemlichen Abstand geparkt, damit ich jetzt hier entspannt kochen kann gleich. Der Kali richtet sich schon mal häuslich ein. Ja. Und hier unten ist noch ein bisschen Chaos. So, zum Abendbrot gibt es Buchstabensuppe. Huch, halt mal bitte fest. Ja, Wasser wird dann bald kochen. Ich bin sehr begeistert auch von dem Kocher. So, ich gucke mir hier so die Karte an und will dem Karl zeigen, wo wir sind. Wir sind ungefähr hier oder hier. So, und ich sehe so München und dann sehe ich so die Nordsee und denke mir so, was geht denn hier verkehrt? Was ist, wieso? Also hier fehlt doch ein Stück. Und ich schaue so und schaue so und denke mir so, was ist hier los? Aber hier fehlt einfach eine Seite. Und zwar theoretisch diese hier. Ja. Ich habe das passende Puzzleteil gefunden. So, unser Abendbrot ist fertig. Der Karl ist auch schon am Probieren. Ja, und da unten ist auch noch ein bisschen was. Genau, wir lassen uns jetzt mal schmecken. Es ist echt angenehm. Ihr seht ja, der Karl hat nicht mehr Socken an. Es ist so angenehm warm. Wie die Profis verdunkeln wir mit einem nassen Geschirrtuch. Sieht aber echt cool aus von außen. Hier hängt der Abwaschlappen. Dann verdunkeln wir hier drüben noch mit einem Geschirrtuch. Und hinten muss ich jetzt mal, wieso leuchtet, sag mir bitte, wieso der Rückwärtsgang links der Boomster hier leuchtet. Kann mir das jemand sagen? Das Auto ist nämlich aus. Hinten muss ich jetzt mal noch verdunkeln. Hallo. Hallo. Oh. Hallo. Hallo. Genau, das ist jetzt meine Verdunklung für hinten. Im Endeffekt, schläfst du da dahinter? Im Endeffekt, also ich stecke einfach meine Beine da durch und das ist gut für hier. Habe ich auch noch so eine Decke, die spanne ich wahrscheinlich von hier. Dann lege ich die hinten so lang und spanne das dann da wieder rein. Und dann sind wir so gut wie fertig verdunkelt. Und irgendwie, ich bin der dümmste Mensch auf Erden, aber irgendwie war ich die ganze Zeit der Meinung, ich hätte hier noch ein Fenster. Aber ich habe da nicht noch ein Fenster. Wie komme ich denn da drauf? Ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn mit diesem Fenster da? Aber da, ich, ich,
hab da einfach kein Fenster. Was ist in meinem Kopf verkehrt? Ich muss doch wissen, wie viele Fenster mein Auto hat. Also wirklich, klar, ich habe halt die hier. Aber die sind nicht verdunkelt, die sind nicht zu. Mami, Lada, gebe. Der Kerl möchte, dass ich ihm hinter seinen Vorhang seinen Lader reiche. Bitte schön, wo bist du denn überhaupt? So, hier ist so mehr oder weniger verdunkelt. Die Lichterkette ist an, schön unser IKEA-Weihnachtsgeschirrtuch und alles ganz gemütlich. Schlafenszeit, es ist, ich glaube, kurz vor 8. Der Kerl hat ganz toll hier hinten noch hinter diesem Vorhang gespielt. Hat sie richtig ausgepowert. Der liegt jetzt da und kuschelt seine Ratte. Und es ist einfach noch verhältnismäßig zeitig. Er hat heute sogar Mittagsschlaf gemacht, allerdings vor dem Mittagessen. Mami legt sich jetzt auch gleich hin und schläft, okay? Ja. Genau, somit geht der erste Tag von unserem kleinen Roadtrip vorbei. Und morgen geht's in die Alpen. Ich habe noch gar nicht erzählt, wo wir hinfahren, genau, oder? Wir fahren morgen in die Alpen, also nach Österreich. Ich freue mich riesig. Wir brauchen auf jeden Fall eine Vignette, ist mir gerade noch eingefallen. Und werden morgen mindestens eine Passstraße fahren. Dann übermorgen auch nochmal mehrere Pässe, die auf dem Weg liegen, Richtung Bodensee. Dann werden wir, also übermorgen fahren wir zum Bodensee. Dann fahren wir übermorgen, also Sonntag, vom Bodensee wieder Richtung Mitteldeutschland und am Montag dann wieder nach Hause. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der zweite Tag unseres kleinen Roadtrips und heute geht's nach Österreich. Und was wird das? Kannst du mir vielleicht verraten, was das wird? Ja, wir haben eigentlich eine sehr, sehr ruhige Nacht so verbracht. Also wie gesagt, wir standen ja alleine hier auf diesem Stellplatz und es war übelst ruhig nachts. Ich habe jetzt gerade gesehen, da steht noch ein PKW ungefähr am anderen Ende des Parkplatzes. Ich glaube auch nicht, dass der übernachtet. Wenn doch, dann kann er ja, aber ich glaube nicht. Genau, es war sehr ruhig. Hier ist zwar direkt eine Straße, aber nachts ist da halt ungefähr kein Auto gefahren, weil wir sind hier halt gefühlt auf dem Dorf und da fährt nachts niemand mehr irgendwo hin. Und wenn, dann in so großen Abständen, dass man davon nicht wach wird und es nicht mitkriegt. So, wir sind am Frühstücken. Es gibt Haferschleim und für mich steht hier noch ein Kaffee. Ich zeige euch mal, was wir für einen Haferschleim geholt haben, und zwar den hier. Ich habe den selbst noch nie probiert. Ich werde den jetzt mal probieren. Der Haferschleim ist echt lecker, aber ist halt irgendwie komplett ungesüßt, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, weil wir hatten sonst immer so diese Portionsbeutel, also wo nur eine Portion in einem so einem kleinen Beutel drin ist. Die waren dann auch gesüßt. Muss ja aber nicht. Nee, du hast nicht gekleckert, sieht doch super aus. Und man kann sich auch noch irgendwas ranmachen zur Süßung, wenn man das möchte. Aber an sich ist sehr, sehr fruchtig, ja. So, es ist 8.30 Uhr. Wir sind so gut wie fertig mit Frühstücken. Der Karl isst noch die letzte Ecke von seinem Brot. Er hat echt viel gegessen. Er hat ein halbes Brot mit Erdnussbutter, ein halbes Brot mit Nutella und eine halbe Schüssel Haferschleim gegessen. Ich habe anderthalb Brote mit Erdnussbutter und auch eine halbe Schüssel Haferschleim gegessen. Also er hat wirklich nicht viel weniger gegessen als ich. Genau, das Auto ist jetzt, ich zeige es jetzt mal aus der Innenkamera, mehr oder weniger aufgeräumt. Also ich habe abgewaschen, hier trocknet jetzt noch das Handtuch. Und hier dahinter, das ist alles ein bisschen wieder hier in der Reihe angeordnet. Das Bett müssen wir jetzt nicht machen. Vorne habe ich schon aufgeräumt. Ich habe mal allen Müll, der jetzt hier im Auto war, der jetzt nicht, also schon von vor der Reise, mal in den Müllsack getan, weil ich das irgendwie bis jetzt immer nicht gemacht habe. Obwohl ich eigentlich in der Tiefgarage direkt hinter dem Auto die Mülltonnen habe. Aber ist okay. Genau, also habe ich vorne ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich jetzt hier hinten den Abwaschlappen zum Trocknen in die Sonne gehängt. Ich hoffe, ich vergesse den dann nicht nachher. Angenommen, ich fahre damit und dann wische ich. Dann wischt es hier erstmal schön mit dem Lappen über die Scheibe. Das wäre sehr lustig, aber ich kann mir vorstellen, dass der dann abfallen würde. Genau, der Kali ist jetzt noch auf. Dann mache ich seinen Stuhl noch sauber und packe den ein. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann fahren wir nach Österreich. Musik
unser Tagesziel erreicht. Allerdings weiß ich jetzt schon, dass wir hier nicht stehen können. Die Sache ist bloß, ich habe hier gerade absolut keinen Empfang. Deswegen kann ich jetzt auch gerade nicht nach einem Park for Night nach einem Schlafplatz suchen. Ich blende euch jetzt den Zeitraffer von der Passstraßenfahrt sozusagen ein. Bei 1894. Das ist das Hahnentannjoch. War echt schön so auch zu fahren. Ja. Und ich wollte eigentlich hier so wandern gehen, aber irgendwie, ich zeige euch mal, hier kann ich glaube ich mit Karl nicht hochwandern. Also praktisch, hier geht der Wanderweg hoch und dann ist hier einfach nur übel steil. Geröll. Kann man, glaube ich, nicht wandern. Also hier ist, wie gesagt, ein Wanderweg. So, ich würde mal sagen, wir haben vermutlich unseren Stellplatz für die Nacht gefunden. Ich zeige es euch gleich mal. Es ist ja echt, also es ist ziemlich cool, ziemlich einsam. Und ich hoffe einfach, dass heute Abend noch ein paar andere Camper kommen. Hier können locker so hintereinander, solange man noch vorbeifahren kann, echt mehrere Camper stehen. So, im Endeffekt ist das hier eine Sackgasse. Hier stehen wir jetzt. Und von da sind wir gekommen und hier geht es halt so um diesen Berg, also diesen Mini-Berg hier rum. Und dann ist praktisch hier hinten die Bundesstraße. So, unser Abendbrot ist jetzt fertig, also steht da. Der Kalle sitzt da und isst und sucht gerade irgendwas. So, während wir hier ein bisschen entspannen und soweit hier schon Verdunklung und alles ein bisschen hingemacht haben, weil ich bin echt müde, der Kalle ist verschwunden. Da ist er. Ich bin echt müde und auch ein bisschen geschafft. Wir sind heute über 300 Kilometer gefahren. Nicht viel, aber ein bisschen. Dein Audi R8 und dein Mercedes. Ja. Weiß ich gerade gar nicht, wo die sind. Guck mal, und da in der blauen Kiste. Jedenfalls wollte ich sagen, ist in der Zeit ein anderer Camper gekommen. Der steht jetzt hier 2 Meter weg. Ich zeige euch gleich. Beziehungsweise das ist ein, ich glaube, Renault. Wie heißt der von Renault? Der Caddy. Wie heißt der? Jedenfalls so einer halt mit Dachzelt. Und ich glaube, die haben auch einen Hund. Ich zeige euch den mal eben. Da vorne. Da ist das Dachzelt. Das weiße Dachzelt und ein weißer Camper. Mittlerweile am Bodensee auf deutscher Seite. Wir haben einen kostenlosen Parkplatz gefunden, direkt am Wasser. Das ist echt krass. Ich hatte erst zu einem gebührenpflichtigen Parkplatz navigiert, den ich bei Park for Night gesehen hatte. Der war aber voll. Und dann bin ich einfach hier weitergefahren, weil ich hatte jetzt auch nicht so die große Möglichkeit da. Also da ist alles so eng und teilweise Einbahnstraße und so. Also bin ich einfach weitergefahren, am See entlang praktisch. Und stehe jetzt, wie gesagt, auf einem kostenlosen Parkplatz, der halt 2 Meter Höhenbegrenzung hat. Aber das trifft uns ja jetzt mit dem sehr, sehr flachen Camper gar nicht. So, wir sind mittlerweile ein Stückchen weg vom Bodensee. Oh, Karl, das ist Pferdekacke. Nicht, das ist eklig. Pferdekacke. Ja. Wir sind ein Stück weiter gefahren. Grob nach oben einfach nur. Wo ist der Käfer jetzt hin? Hier! Hat er sich versteckt? Ja. Käfer, hallo? Welche Farbe hat der? Mama, danke. Guck mal, welche Farbe hat der Käfer? Hier. Käfer. Wo ist denn der jetzt? Ach, da. Ist das ein schwarzer Käfer? Ja. Ah! Hallo, Käfer. Käfer, cool. Der ist cool. Der Käfer. Arme! Du kannst ihn nicht umarmen, nee, der ist viel zu klein. Stellplatz-Update, wir sind noch ein Stück weiter gefahren. Ich finde es gerade super lustig, aber wir stehen uns auf so einem offiziellen, kostenlosen Wohnmobilstellplatz, wo man sich praktisch
für Geld Strom und so holen kann. Und hier stehen halt wirklich nur krasse Wohnmobile. Und wir. Und da hinten halt ein paar Autos, die aber, denke ich mal, nachher noch wegfahren werden. Ich zeige euch das mal. Also, der hier steht neben uns und ich stand eigentlich erst noch da hinten, weil da ist der offizielle Wohnmobilstellplatz. Da waren bloß halt überall Leute. Die haben mich voll böse angeguckt. Und hier ist halt echt viel mehr Platz. Und ja, hier bleiben wir jetzt stehen für die Nacht. So, da sitze ich hier so beim Mittagessen und mir fällt ein, ich habe gar keine zusammenfassenden Worte zu meinem kleinen, spontanen Österreich-Roadtrip gesagt. Also ich weiß gar nicht, was das letzte war, was ich überhaupt gefilmt habe. Wir waren 4 Tage unterwegs, sind 1500 Kilometer gefahren. Ich überlege gerade, also am letzten, nee, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, die Aufteilung. Ich weiß, am ersten Tag waren es 400, am zweiten Tag 300 und dann am dritten Tag nicht so viel. Genau, wir sind 4 Pässe gefahren, theoretisch. Und also ich überlege jetzt gerade, ob ich die vom Namen her nochmal zusammenbringe, aber nee. Gar nicht. Doch, den Arlbergpass und den Flexenpass. Es war wunderschön, auch einfach mal so ganz kurz und vor allem einfach so unfassbar spontan, da hier aus dem Alltag rauszukommen und nochmal eben schnell Urlaub zu machen. Im Endeffekt war das jetzt so, wie es jetzt war, mit dem Megane und ja, als Minicamper sozusagen echt perfekt. Es war auch sehr unkompliziert, mit Karl allein im Urlaub zu sein. Da ich habe mir darüber einfach gar nicht so viel Gedanken gemacht, dass es praktisch mein erster Urlaub mit ihm ganz alleine ist, sondern bin einfach losgefahren. Und es war absolut kein Problem, jetzt mit einem 2-Jährigen alleine zu campen. Also es hat super viel Spaß gemacht. Der Karl ist einfach schon ja, so alt und so groß und so selbstständig, dass ja, also ich glaube, ihm hat es auch gefallen. Und ja, also der Megane hat auf jeden Fall seinen Test als Minicamper bestanden. Es gibt vielleicht noch 1 oder 2 Dinge zu optimieren, zum Beispiel Thema Verdunklung. Aber da hatte ich jetzt vorher einfach nicht so die Zeit für. Und die Matratze werde ich wahrscheinlich doch noch zuschneiden. Das muss ich mir dann aber in Ruhe nochmal überlegen. Ja, an dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so den kleinen Reisevlog von uns. Ich bin selbst sehr gespannt auf den Schnitt. Einfach nochmal die ganzen Eindrücke ja, zu erleben. Es ist so unglaublich viel passiert in der kurzen Zeit. Das ist ja immer so, wenn man einen Roadtrip macht, dass man 1000 Eindrücke hat. Und gerade auch dadurch, dass man beim Fahren einfach so viel sieht und sich ja auch speziell Strecken aussucht, die schön sind zu fahren und wo man schöne Sachen sieht, ist es dann immer so, dass du abends da liegst und denkst, wo waren wir heute früh, was haben wir heute Vormittag gemacht? Und generell einfach freue ich mich auf jeden Fall nochmal die ganzen Erinnerungen in dem Video zu haben. Und ja, dann sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich verlinke das letzte unten drunter. Das dürfte theoretisch entweder der Ausbau, der Camper-Ausbau sozusagen, also wo ich in nicht mal einem Tag das Auto zum Minicamper gemacht habe, oder Teil 1 vom Reisevlog sein, falls ich den gestückelt habe.